Let's. Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit einer kleinen Horde direkt zu Spielbeginn. Da hat's geklingelt. Ja, ich hab schon gesammelt. Ein Klingelbeutel? Ein Klingelbeutel habe ich gesammelt. Ich habe einen Klingelbeutel gesammelt. Der eine hier hat keinen Kopf mehr. Einer? Ganz viele haben keinen Kopf mehr. Oh. Da ganz hinten ist noch einer. Vielleicht kriege ich den. Ist down. Schick. Schöner Schuss. Oh. So. Gut, also, willkommen zurück. Hi. Und, wir waren gerade dabei, so gemütlich die Folge umzubenennen und in dem Moment kam hier die kleine Horde an. Ich hab Inventar sortiert. Ja, ich weiß. Dann, hier hinten ist das Flumsi, Ausrufezeichen, Dingsbumsteil. Ja, ja, okay. Momento. Ich esse so lange eine Hühnersuppe. Ist doch meine Hühnersuppe. Sperrmüll. 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 Gut. Okay. Chantal war auch im Keller. Vielleicht wollte sie auch was rausholen. Ja, ein Wintermantel, Pelz wahrscheinlich. Ja, klar. Vielleicht wollte sie den einmotten. Ja, bestimmt. Was denn? So extravagant, wie die rumläuft, hat die bestimmt so ein Ding. Und nichts drunter. Meinst du, die hat nichts drunter? Unter dem Mantel, wenn sie den nur anhat im Winter, hat sie bestimmt nichts drunter. Außer vielleicht noch ein paar Schüchen. Oh, Spielverderber. Wie hinter dir. Die denn hinter hier dir in der Tür? Das ist zur Hälfte durch. Die hängt halt durch. Die hat auch mal einen schlechten Tag. Ja, ich glaube auch. Die, na, das ist dann doof. Der Tag ist besonders schlecht, glaube ich. Soll's geben. Aber so eine Knarre, das wäre schon was Feines. Ja, dann bau dir doch eine. Ja, erstmal müssen wir heimkommen. Oh, Nase kribbelt. Hab einen Kochtopf gefunden. Sorry. Na, sowas aber auch. Ja. Hier sind ja ganz viele Chantals. Vielleicht ist das eine Chantal-Bude. Ich glaube auch. Aber Chantal zahlt nicht viel aus. Savage County steht da drauf. Okay. Ganz schön was los hier oben. Ah, das ist die Tür. Okay, I'm lost. Ich bin lost. Wundert mich jetzt. Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Okay. Ein Hutmod. Das wundert dich nicht. Wieso denn? Ja, dass du lost bist. Durchblick hat und hast du nicht gesehen. Ja. Uns beiden. Du sagst gerade, du bist lost. Und ich sag, wundert mich nicht. Aua. Und warum wundert dich das nicht? Weil du ab und zu schon mal lost bist. Du bist hier. Du hast das Wort lost erfunden. Gar nicht wahr. Stimmt gar nicht. Hört nicht auf die. Nein, hört nicht auf Jule. Ich habe Munition in der Mikrowelle gefunden. Ich glaube, da ist gerade ein Fenster zugeschlagen. Kann das sein? Ich habe meine Tür zu. Ich habe aber das Fenster angekippt, aber die Tür zu.
Level up! GZ. Also es hat gerade ein ganz dumpfes Geräusch gemacht. Also entweder ist gerade ein Auto ins Haus reingeknallt. Oder das Fenster ist tierisch krass zugeschlagen irgendwo. Dann sollten wir vielleicht mal kurz gucken gehen? Ja, wenn die Folge vorbei ist. Okay, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Vielleicht hat es ja dann aufgehört zu regnen. Regnet? Weiß ich nicht, ob es regnet. Ich kann nicht rausgucken. Ja, also du sitzt in deiner Dunkelkammer. Ich will auch nochmal. Gut. Die waren alle hier im Schlafzimmer. Ja, die haben da so Entspannungstherapie gemacht. Yoga. Genau. Ja. In einer ganz ruhigen und chilligen Atmosphäre. Ein schönes, befallenes Versteck. Ist es befallen? Ja. Kakerlaken? Motten? Ja, irgendwie sowas, ja. Oh. Okay. Kriegt nun nichts mehr mit. Warte ja, mal. Ich das schon, kann ich ja wegschmeißen. Schon. Das kann weg, ich das kann schon. Weg. Das können wir zerlegen. Warte mal, ich weiß, das war dahin. Sind das hier? Shotgun Weekly, das hast du doch immer gelesen, ne? Ja. Ah, gebe ich dir gleich draußen dann. Gut. Na gut. Bitte mein Herr Porky. Sag mal, hoch mit dir. Ja, du hast deinen dicken Hintern. Kannst du vergessen. Ja. Kommst da nicht drüber. Bin bei Siedli zu sehr verwöhnt worden. Ich glaube auch. Eieiei, das war ja mies. Das war... Ist nicht wahr. Also ich hätte hier noch das für dich, das, das und das. Leder und Eisen Stufe 5 freigeschaltet. Rüstung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wollen wir den Airdrops da schnell holen gehen? Ja, ich bin schon irgendwie. Ach so. Düsen schon. Oder du fährst weiter und ich guck mal, dass ich die Tante da kaputt mache. Dann fahre ich halt zum Airdrops. Yes. Oh. Da war ein Kaninchen auf der Straße. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nur gehört. Okay. Die Geldautomaten haben resettet. Haha. 1500 Geld. Sehr gut. Da schwingt. Wir sind reich. Aber so was von. An Erfahrung. Ja. Ein Stoffrüstungspaket. Und ein Fertigungszeitschriften-Dingsbums-Paket. Sind zweimal Forger-Head-Bücher. Zwei Forger-Head-Bücher sind da drin. So, gut. Zurück zum Händler. Treffen wir uns beim Händler, wa? Yes. Hier sind ja überall Baumstümpfe, das ist ja toll. Können wir ja mal noch ein bisschen gucken, ob man noch einen Honig bekommt. Willst du irgendwas haben von der Stoffrüstung? Nö. Ich habe jetzt in schwere Rüstung auf was reingeskillt. Das sollte passen. Okay. Dann schmeiße ich die jetzt Händler-Racked hier über die Theke. Schmeiß ihnen das über die Theke.
Da freut er sich bestimmt. Klar. Ach so. Säubere das Gebiet. Was bietet er mir an? Ein Robotikgeschützturm Stufe 4. Eisenbahnschienen Stufe 3. Noch ein Fertigungszeitschriften-Dingsbums-Paket. Ja, ich nehme noch Zeitschriftenpaket. So, was macht er jetzt hier? Säubere das befallene Gebiet. Okay, eine Armbrust Stufe 3. High-Power-Munition, Nachtpirscher-Buch oder beschwerter Kopf mit. Ich nehme die Kopf mit. So. Get weg, lost, weg, Storm. Weg. Machetenteile weg. Stahlschlagringteile. Die Mod hier kann weg. Was hat er denn hier an schönen Büchern? Knife Guy. Ich kaufe dir mal das Knife Guy Buch. Die Armored Up kaufe ich dir. Okay. Sonst ist nichts Tolles da. Nee, der hatte nicht so viel. Wir müssen, glaube ich, dann mal auswandern hier. Und zu einem anderen. Auswandern willst du? Dazu jemanden, der ja hier mal ein bisschen, ne? Ja. So, jetzt habe ich hier ganz viele Bücher. Und die sind alle für dich. Ah, geil. Echt? Mhm. Oh. Oh. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Achso, sollen wir noch eine Quest annehmen? Ja. Mach mal. Thanks, buddy. Baseballschläger Stufe 5 freigeschaltet. Ich hab. Achso, das kannst du ja schon. Good luck. So. Befallene beseitigt, habe ich angenommen. Ja. Ich hab das hier nur. Alles andere ist mit Strom bei mir. Wäre irgendwie auch blöd. Ja, die kannst du halt nur nachts machen, die Stromquests. Ja, ich finde die auch nicht so toll. Well, how about you browse your ass right out of my store? Jetzt meckern nicht so viel rum hier, Mann. Hm. Nur am Schimpfen, der Typ. Ja. Das kann er. Sonst nix. Ja. Achso, warte mal, da hab ich das hier noch. Hm? Ja, dein Moped ist natürlich immer noch verriegelt. Aber egal. Hä? Ich hab doch eben... Jetzt, warte. Aufstehen. Ich hab das heute schon mehrmals aufgeschlossen. Wirklich? Na, jetzt ist es offen. So, jetzt pass auf hier. Da. Jetzt das, pass auf, Junge. Das, 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 das und das. Kannst du Stahlknüppel freigestellt. Fertig. Stahlknüppel. Handwickel. Militär- und Stahlrüstungsstufe 1. Das war's. Habe ich bei dir noch irgendwas gesehen? Die habe ich gesehen. So, die Quest ist genau hinterm Händler. Das ist ja toll. Ah. Ach so, ja, echt? Easy. Let's go. Mhm. Map, map. Ich fahr lieber auf die Straße. Das ist mir dann doch ein bisschen... Nee. Besser nicht. Ist dir zu riskant, ne?
Ja. Weg ist weg, ne? Also. Ah, ich weiß nicht. Ist aber schon lange nicht mehr vorgekommen. Ah, warte mal. Da sind welche. Und da habe ich jetzt auch welche, ne? Ja. Kann denn so ein kleiner Baum so viel Krach machen? Guck mal, ich habe hier noch zwei Bücher für dich. Habe ich hier aus dem Briefkasten rausgezerrt. Oh, danke. Sesam, öffne dich. Mm-hmm. Oh, zwei Schraubenschlüssel gefunden. Cool. Was? Ordentlich. Ja, ist ja auch eine Befallen-Quest. Befallen. Erstmal eine Dose Katzenfutter gegessen hier, ganz gechillt. Ja. Naja, schnurrst du wieder. Ja. Aber sowas von. Ich kann wieder nicht pennen, weil es ist Schluss, die ganze Zeit die Ohren voll so. Ja. Oh, ich bin schon mal unten, kannst ja nachkommen. Okay. Haben wir eigentlich dieses Buch langsam mal gefunden, hier mit den Türen? Nein. Haben wir nicht. Ich habe auch eine Leiter dazu gefunden. Das ist nicht schlimm. Ja, kannst du mal runterkommen. Oder? Nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Gut, dann gehe ich auch nicht runter. Ein Pudel? Nee. Es ist offen. Geh doch einfach. Es ist offen! Geh doch einfach durch die Tür, Junge! Mensch, stell ich dir halt alles. Tschüss! Ab. Wieso schwimme ich? Keine Ahnung. Weil du ein Zwerg bist und das Wasser ist 1,20 hoch? Für mich auch. Keine Ahnung, warum du schwimmst. Ja, das ist die Leiter, die ich gefunden habe. Ja, genau. Dann kannst du hier hochkommen, dann können wir hier direkt weitermachen. Oh oh, komm mal hoch. Komm mal hoch, komm mal hoch. Soll bitte auch mal irgendwie wieder erholen. Schön. Das hat Spaß gemacht. Oh, total. Was denn? Ich hatte so viel Fun. Wup. Meine Buffleiste ist länger als mein Bildschirm, aber ist okay. Echt? Ich hab nichts abgekriegt. Ja, das wundert mich gar nicht bei dir. Warum? Nix. Sollen das jetzt heißen? Dass die Zombies meistens einen Bogen um dich rummachen und du gar nicht so im Kampf verwickelt bist oder in der Entfernung kämpfst. Genau. Kannst du ja mal die Folge angucken, dann siehst du, wie die Zombies einen Bogen um mich drum rum gemacht haben. Ja, du kannst da mal den Bogen von den Zombies bei mir sehen. So, jetzt bin ich nämlich tot. Wo. Jetzt bin ich tot. Oh, nicht nur du da.
Könnt ihr mal aufhören, da rumzufressen, dass ich neu spawnen kann? Wo ist es denn? Wo ist denn hin? Ach da. Ich habe weit weg gespawnt. Dafür, dass ich bei meinem Rucksack spawne. Ey. Mann! Das ist ja nicht so wild. Die Ausdauer, die kommt echt langsam wieder. Trotz, dass ich mit diesem Messerchen kämpfe. Das ist nur ein Stufe 2 befallener Tier. Tja. Hat wohl nichts zu sagen. Wo war das denn jetzt? Wo ging es denn hier hoch? In so einem kleinen Raum irgendwie. Ach hier. Wo ist denn mein Rucksack? Hä? I don't know. Ich habe nichts gesehen. Oh, die brauche ich. Ach, der liegt am Dach. Was? Der liegt irgendwie am Dach, mein Rucksack, glaube ich. Ja, der liegt tatsächlich am Dach. Waren die Zombies jetzt weg hier oben, oder was? Ich habe die alle getötet. Ach so. Ja, gut. Dann haben wir das ja hier. Also du hast es, ich nicht. Bei mir ist die Quest ja fehlgeschlagen. Ja. Lalalala, lalalala. Wo geht's raus? Geh mal hier raus. Kann ich auch nochmal in den Briefkasten gucken? So, eine Intelligenzbrille habe ich hier. Na endlich. Das ist die erste, die wir haben. Mhm. Kannst du ja dann mal anziehen bei Gelegenheit. Na beim Craften, nicht bei Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit. Oh, heute ist so ein schöner Tag, da gehe ich mal mit Intelligenzbrille raus. Ja, genau. Oh, nee. Hä? Ja, ja. So. Okay. Verändern. Nee, da passt nicht mehr rein. Hier, verändern. Da. Das. Was ist denn das hier? Na, Abnutzung. So, gut. Ich habe hier ein Buch für dich. Oh, danke. Ein Kochbuch. Das ist ja herrlich. Finde ich auch. Glaube ich, gehe mal ein bisschen weiter in den Bogen schießen. Beziehungsweise in Beweglichkeit und dann in den Bogen schießen. Dann kann ich ja noch schnell die Quest abgeben. Warum machen wir nicht einfach die nächste? Oh, ja. Weil ich schon ziemlich voll bin, immer noch ein gebrochenes Bein habe, halb tot bin. Okay. Und wir können gleich gerne die nächste machen. Das dauert ja nicht lange. Wo ist jetzt der Händler? Achso, da oben. Hier, oh, hier rechts. Türe. A sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Abholen, säubern, OPS Distribution Center. Was denn? What are you standing there for? Don't you have work to do? Also in den Zweier Schraubenschlüssel verkloppe ich jetzt, ne? Yep. Kann ich nicht verkaufen. Geht nicht. Weder den Schraubenschlüssel
noch die Alteisenhandschuhe. Hat er schon so viele von. Musst du mal die Rüstung reingucken, was er alles hat Rüstung hat von uns. Ja, ist halt so. So, okay. Wir machen jetzt die Quest von dir, ja? Die Quest von mir. Buccaneer ist das, ne? Genau. Burg Kenia, das ist doch der Burgerladen mit dem Schiff oben drauf. Genau. Ist das? Hä? Nach Norden. Warte mal gerade. Hä? Ich schnall's gerade nicht. Was ist denn das da? Ist das die andere Quest? Ja, das ist die andere Quest. Nee, Sag doch einfach, was du siehst, bevor du tausendmal... Hier ist ein gelber Punkt. Aber... Dann ist es vielleicht ein Bug von deiner Quest, wo du gerade gestorben bist. Oder Müll. Vielleicht ist das noch ein Abfall, also hier Flugzeugding, was angezeigt wird und nur Bug auf der Karte ist. Er zeigt mir an, hier wäre noch ein Zombie drin, aber das kann doch irgendwie nicht sein, weil... Ich sage ja, das ist dann ein Bug von der Quest gerade, wo du gestorben bist. Das kann aber nicht sein, da sie ja eigentlich abgebrochen ist. Eigentlich ist sie abgebrochen, ja. Ja. Aber es würde mich bei dem Spiel nicht wundern, wenn er dir sagt, da ist doch ein Zombie drin. Nee, das ist irgendwie ein... Warte mal. Wieso darf ich das nicht verwenden? Ach, das ist auch doof. Nee, ist noch das Symbol von der Kiste oder so irgendwie, die ich hier holen sollte oder so irgendwie was? Ganz komisch. Verstehe ich nicht. Hast du auch noch nie gehabt, das Problem da? Nein. Sehr, sehr merkwürdig. Und mich wundert bei diesem Spiel überhaupt gar nichts. Ich finde das gar nicht merkwürdig. Was wir schon für Bugs hatten. So, hier. Hier ist das Piratenschiff. Ja. Das sieht ganz cool aus. Ja. Das sieht richtig nice aus. Achso, ja. Piraten, johe. Genau. Jetzt kann man in den See stechen. Okidoki. Warte, da triffst du wieder nichts. Nö, bist du doof zu. Das habe ich nicht gesagt. Geht doch. Ist doch okay. Ist okay, ja? Ist gerade okay. Ein ganz guter Schuss. Ist ein ganz guter Schuss. Komm her, hier, hast was zu lesen. Schon wieder? Ja, sei denn. Ich hab dir Bücher zugeschmissen. Ja, dann kannst du uns wenigstens mal irgendwann mal ein Motorrad bauen. Ich hab gebrochene Beine oder verstaucht. Ich kann nicht schnell. Hat sich die Zeit immer wieder erhöht. Himmel, Herrgott, ey. Himmel, Herrgott. Himmel und Herrgott. Soll ich starten? Nein, gerade war so heile. Tja. Shit happens.
Was ist denn das hier? Stufe 3. Na, das kann ja lustig werden. Ich hier mit meinem Todesmalus. Na ja. Na ja, Schätzelein. Um es mal mit deinen Worten zu sagen, was soll schon passieren? Ne? Passiert auch nichts. Ja, dann hör auf zu heulen. Nimm's, wie es ist, mit deinem Todesmalus. Ja. Das kann ja was werden. Viel krasser ist, dass die eventuell alle feral sind und rennen. Tja. Dann ist das eben so. Ne? Warum sieht denn das hier so komisch? Achso, da ist ein Absatz drin. Ein Terrarium oder so. Oder ist das einfach nur Fake? Ist aber schick gemacht. Was für ein Terrarium? Ja, da fehlt die Glasscheibe hier. Das ist einfach nur Deko, aber es könnte auch Terrarium sein. Ach so. Und dass dann Deguan dann auf der Lauer liegt, auf seinem großen Holzstamm-Dings da. Oder ein Flamingo oder so. Ein Flamingo liegt da auf der Lauer. Das ist so ein Flamingo. Kann das sein, dass man jetzt tatsächlich hier durchs Kinderparadies durch muss, um... Oh. Kann schon sein. Das ist ja geil. Wecke das Kind in dir. Das ist ein tolles Kinderparadies. Hier gibt es sogar Säure für die Kinder zum Spielen und Trinken. Das ist jetzt doof. Achso, du kommst darüber. Okay. Ja, du musst doch nur die Leiter da hochgehen. Achso. Ich wäre gesprungen. Irgendwie. Piratenabenteuer hier. Geklettert hat hat. Geklettert hat hat. Geklettert hat hat. Pirate Fun. Mit ihm hier. Ist da oben echt eine Laterne? Vielleicht ist da oben noch was. Ne, ich glaube nicht, dass da oben was drauf ist. Auf dem Ausguck. Ach so, ne, das glaube ich auch nicht. Aber du kannst natürlich gerne mal gucken gehen. Ah. Ist auf jeden Fall eine Laterne oben. Ich geh mal. Ich frame mal. Einfach nur mal so, just for fun. Hier liegt ein Bücherstapel drin. Im Boot. Nö, das muss eine Laterne dran und das ist wie so ein Holzfass. Zu. Okay. Und meine Tasche ist hier drin. Ja, meine Tasche ist irgendwo unten oder so. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt weiter müssen. No. Ah. Wie bist du da hingekommen? Ich bin hier außen rum gegangen. Ach, da außen rum. Außen. Vogelhorde. Auf Ost. Mehrere. Das ist nicht schlimm. Ich mach mir eher Gedanken um die Horde, die unter uns steht. Aber ist nicht schlimm. Vogel kommt. Wo denn? Wo über denn? Dir. Ach, da. Ein Brathähnchen. Lange keine Vogelhorde gehabt. So. Okay. Mir brummt der Schädel, alles ist verschwommen. Ich geh mal hier weiter. Ach so, die sind da hinten aufgeploppt. Ups.
Alter. Das gibt's doch gar nicht. Der Pfeil fällt doch genau auf den drauf. Willst du mich rollen? Scheinbar. Ja. So, hier gibt es noch ein paar Sachen, die kann man mitnehmen. Ist das daneben? Du bist daneben. Was, ich bin doch hier. Du warst doch schon hier. Hm? Egal. Ja, ja, ich weiß. Aber der Typi, ich höre einen Zombie und den meinte ich. Meinte nicht, ich rede nicht mit dir. Ach so. Red nicht mit dir. Ja, ich weiß, du redest ja nicht mit jedem. Ja, ja, ist richtig. Mit mir sowieso schon nicht. Nö. So, hier geht's nicht weiter. Da ist auch zu. Vorräte aus White River suchen. Siehst du, wo es weitergehen soll? Ich? Nö. Kein Plan. Da ist eine Leiter. Hier im Klo ist eine Leiter. Ach so. Warst du hier schon? Ja, ich bin doch hier runtergegangen. Du bist ja runtergesprungen. Ich bin gesprungen, ja, aber ich habe nicht gesehen, dass du damit runtergelaufen bist. Das habe ich nicht gesehen. Ja, weil es hier ja weiterging. Ich habe schon gesagt, hier geht's weiter runter. Ja, aber jetzt geht's nicht weiter, das ist toll. Ja. Vielleicht außen noch mal gucken? Na, ich hau mich jetzt einfach durch. Wo soll denn die Kiste sein? Hier. 3 Meter. Hier irgendwo muss meine Kiste sein. Ein Kochbuch. Ach, hier ist ein Typi. Blum. Stopp. Also irgendwo hier, da hinten geht's glaube ich zum Loot, da kommt irgendwie ein Schalter oder so, Türe, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eine Tür geöffnet. Eine Tür müsste jetzt mehr, offen sein. Hä? Die hier rechts, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich glaube. Okay, also hier können wir auch zum Loot. Hast du deine Kiste schon? Schon lange. Okay. Ja, ja, ich habe die gleich ganz oben auf dem Dach gefunden, als wir schon hier rein sind in das Ding. Bin schon fertig. Ich hab schon alles. Mhm. Aha. Da kommen sie, die Piraten. Das ist keine Piratin.
war nix. So. Muss jetzt hier jemand, der Stunk macht? Keine Ahnung. Wo sind die? Da ist er. Junge, gehst du mir auf den Zeiger? Ja, ihr seid draußen, das habe ich gerade gesehen. Also ich krieg nichts mehr mit. Mein Zeug ist, ich bin rappelvoll. Was hast du wieder alles dabei? Na, jede Menge Kram. Okay. Das hier können wir, das können wir jedenfalls zerlegen. Das kann weg. Das kann weg. Papier kommt weg. Stoff, Gammelfleisch, Knochen weg. Was ist denn? Dieser Bogen, er macht mich ja kirre. Also hier ist noch eine Waffentasche und hier ist halt noch die große alles mal, Kiste. Ja, ich guck mal, ich öffne schon. Moment. Pirate Bay. Geil. Das ist ja der Knaller. Okay. Gut. Hast du einen Platz frei? Nee, nee. Gar nichts, ne? Nee, gerade nicht. Okay, gut. Okay, das ist nice. Das ist richtig, richtig nice. Ich gehe schon mal zum Moped und fahre nach Hause, ne? Na klar. Hier steht noch eine Werkstatt. Ach ne, ist schon leer. So ein Wagen. Den habe ich bestimmt schon gelootet. Ja. Wo rennt er denn hin? Geht eine Schlange fressen. Ah. Gönn ihm das doch mal. Aber wieso liegt da eine tote Schlange? I don't know. Hast du eben eine Schlange getötet? Nein, hab ich nicht. Warum liegt die hier tot auf der Straße? Überfahren worden oder was? Manchmal liegt da auch ein toter Hase oder so. Einfach, weil es geht. Voller scheiß Wetter hier, ey. Obwohl, ich könnte ja mal gerade gucken. Mal noch irgendwas hier ins Moped reinkriegen. Bestimmt. Ein bisschen was geht doch meistens irgendwo noch rein. Ich habe bei dir fast alles leer geräumt. Müsste eigentlich noch einiges am Platz sein. Hast recht. Bett. Aber egal. Wo ist jetzt dieser Vogel? Ja, draußen und er fliegt. Ach, wo da soll er sonst sein? Es hörte sich so nah an, als wäre er bei mir. Ja, hab ich schon geleert, die Container war ich schon. Vielleicht fliegt er durchs Wohnzimmer. Ach, ich mag dich auch. Ja. Ein kleiner süßer Stinkstiefel. Ja. Ja. Jetzt bin ich wieder der Stinkstiefel. Ich fahre nach Hause, ey. Bist mein süßer Stinkstiefel. Nee. Auf nach Hause. Erstmal Inventar leer machen und dann werde ich mal gleich das Spiel neu starten. Dass vielleicht der Punkt da mal weggeht. Good idea. Wo wohnen wir denn? Ach, hier sind wir ja Link. Schon. Hier wohnen wir ja schon. Chantal in der Hecke. Weil die geht bestimmt pieseln. Ja, sah auch wirklich so aus, als würde sie sich da kurz verstecken. Oh, sieht keiner.
So. Okay. Cool. Dann. Okay. Oh, guck mal hier. Die ganze Wand ist voller Pilze. Geil. Mhm. Wir haben Schimmel in der Bude. Sehr schön. Habe ich aber zum Abernten in der nächsten Folge. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir machen bis dahin schon mal ein bisschen leer. Macht's gut. Tschüss. Bis denn. Tschüss.